Seid gegrüßt, sehr verehrte Damen und Herren. Da sind wir wieder zurück, hier bei Enderal. Und wir haben ja letztes Mal hier in dem Haus aufgehört. Und soweit ich mich erinnern kann, dürfte sogar unser Inventar, naja, nicht ganz leer sein. Aber wenn ich mir hier unten so die Traglast angucke, sieht doch das schon sehr gut aus. Wir könnten natürlich noch so ein paar Sachen noch da draußen verkaufen. Ich glaube, das wollte ich sogar auch machen. Hier zum Beispiel diese ganzen Festledersachen. Hier Feinlederstiefel, Festlederhelm. Aber den könnten wir aufsetzen, ne? Aber ich glaube, ich habe die Kapuze extra aufgesetzt, weil die irgendeinen Aspekt hatte, ne? Wie mir das mal... Da, Preise werden um 3% besser. Verursachen 4% mehr Schaden, erhöht Ausdauer um 7 Punkte. Ist eigentlich gut, ne? Aber dafür müssen wir echt mal ein paar Seelensteine haben. Und hier auch so diese Sachen, die Handschuhe und... Warum habe ich die? Zauber der Lichtmagie benötigen 7% weniger Mana. Ich werde mal mich ein bisschen besser ausrüsten. Vielleicht sind wir letztes Mal das auch so oft gestorben, weil wir haben ja mehr auf die Magiefähigkeiten gesetzt und haben quasi nicht, naja, nicht darauf geachtet, dass wir eigentlich sehr schnell dem Tode ins Auge blicken. Weil wir halt ein wenig, wenig Rüstung hatten. Ich weiß gar nicht, wie spät es ist. 5.15 Uhr abends. Ich glaube, ich lege mich jetzt mal hin. Das ist natürlich super, jetzt, wo wir gerade wieder angefangen haben mit dem Spielen, ne? Gleich erstmal ins Bett gehen und schnarchen. Weißt du, das gehört doch zu jeder ersten neuen Folge dazu, dass man erstmal ins Bett gehen muss, bevor man eigentlich weitermacht. Und dann möchte ich gerne eine Quest machen. Das habe ich, glaube ich, auch. Irgendeine wollte ich machen. Ich muss mal kurz überlegen. Gucken wir mal. Achso, die habe ich, glaube ich, auch ausgewählt, ne? Ein besonderes Abenteuer. Ich las einen Aushang in Ark. Lass uns leben. Nochmal. Lass uns leben. Ich bin Annabella. Suche nach langer Einsamkeit einen Naturburschen, der schnellen Abenteuer nicht abgeneigt ist. Triff mich auf der Insel vor Ark. Dort findest du ein Lager. Lies die Nachricht und gib dich mir erkenntlich. Das Lager auf der Insel im Arker See suchen. Das machen wir jetzt auch. Ich weiß gar nicht, wo ist denn der Arker See? Ha! Was ist jetzt los? Achso. Ich dachte jetzt schon. Ich hatte gerade Angst, dass irgendwie irgendwas kaputt ist. Wo soll denn der See? Ach, da! Da ist der See. Was ist das hier denn für ein See? Also ich muss quasi nach hier oben zum Westtor. Und ich kann eigentlich auch mal gucken, das haben wir ja letztes Mal, glaube ich, gar nicht gemacht, dass wir vielleicht mal bei der Bank vorbeischauen, wie es denn da mit unserem Geld eigentlich aussieht. Na, was hältst du denn davon? Wir könnten ja eigentlich auch noch kurz was verkaufen, damit wir wieder Platz haben im Inventar. Sagen wir mal ein paar Schwerter oder so. Ich meine, wir haben so viel Zeug und wir benutzen eigentlich wenig davon. Und da kann man dann natürlich auch mal ein bisschen was verkaufen, was wir jetzt noch im Inventar haben. Da muss ich nur mal genau gucken, was wir nicht brauchen. Ja. Dann wollen wir doch mal schauen. Hm? Ihr seid Abenteurer, oder? Nein. Wart ich sehe nur so aus. Hallo. Verkauft ihr noch auch Informationen? Was? Informationen? So, was soll denn das jetzt heißen? 25 Groschen. Damit habe ich nicht gerechnet. Was könnt ihr mir hierfür erzählen? Hä? Machen wir es mal. Lasst mal sehen. Viel ist das ja nicht, aber gut. Ja, ich hatte vor ein paar Monaten mal so einen ganz eigenartigen Kauz zum Kunden. Hat zwei Säbel getragen, wie diese Kohlemenschen, aber hat sich bewegt wie ein Schatten. Mhm. Ich hatte da so ein ganz übles Gefühl im Magen. Ich glaube, das war ein Assassine, wie sie sich nennen. Kyranische Auftragsmörder. Oh. Du kannst dich in einer Festung verstecken, die finden dich und meucheln dich in deinem Schlaf. Und anders als die üblichen Gauner können die ihre Schwerter führen wie Lore am Wasserklinge. Wer weiß. Vielleicht hilft euch das ja. Das könnte sein. Was? Unkämpfe? Ich habe das jetzt nicht so lesen können. Nochmal 25 Groschen geben? Interessant. Habt ihr noch mehr solche Geschichten? Noch mehr? Naja. Da gab's mal dieses Weib. Eine Bäuerin.
Die ist wie vom schwarzen Wächter verfolgt in die Stadt gestürmt und hat irgendwas von einem Überfall auf ihren Hof gefaselt. Mhm. An sich nichts Ungewöhnliches, vor allem nicht heutzutage, aber angeblich waren die Banditen von einer Magierin angeführt worden. Uiuiui. Ja. Und wenn man der Bäuerin glauben kann, dann hat die wohl das Sonnenfeuer höchstpersönlich heraufbeschworen. Grünes Feuer, Blitze, lebende Tote und Obayas aus dem Nichts. Eine Wildmagierin, eine Sinistropin, die aber gleichzeitig auch Elementarmagie eingesetzt hat. Oh, üble Kombination. Aber wirklich. Schreitet wohl. Jetzt war er wieder total freundlich, ne? Das war nämlich dieser Händler hier, der immer so total unfreundlich zu uns war. Allerdings habe ich jetzt das Problem, hier ist überhaupt gar keiner mehr. Bürgerin, warte mal, wie viel Geld haben wir eigentlich noch? Wir haben 370 Groschen. Das hört sich gut an. Jetzt möchte ich mal kurz ins Auftragsbuch gucken. Ach du meine Güte. Das war's nicht. Wanderer finden und bezwingen. Das ist irgendwas anderes. Gesucht in Ark. Da müssen wir später mal durchgucken. Wir wollen jetzt erstmal ein besonderes Abenteuer machen, bevor wir dann das machen. Ich fand das irgendwie ganz cool. Eine Assassine also, die wir noch suchen müssen. Das erinnert mich immer so ein bisschen an Assassin's Creed. Da sind wir ja auch ein Assassine. Was ist das hier? Habt ihr es schon gehört? Angeblich macht so eine kilianische Händlerin Mael Groschenfürst die Führung der goldenen Sichel streitig. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich auch nicht. Wer ist das? Die Kilee sind ein gottesfürchtiges Volk, aber wie sagt man, kauf einen Nagel von einem Kilen und am Ende hat er dir eine ganze Werkstatt verkauft, ohne dass du es gemerkt hast. Wow, nicht schlecht. Hier sind, was ist das hier? Ark erbot Lederwaren. Ach, und Ark Illumun Schneiderei. Ah, ich verstehe, da waren wir nie drinnen, ne? Was haben wir hier? Wachturm. Das ist nur eine Tür, ein ganz normales Tor. Die Bank. Wie? Ach, hier gibt es auch zwei Eingänge. Der ist aber auch noch nicht da. Mist, wir sind irgendwie ein bisschen zu früh. Das ist das Problem. Naja, dann ist es halt so. Ich möchte jetzt hier nicht Stunden warten. Hier ist irgendwie noch nichts los. Ich habe ein bisschen zu kurz geschlafen, glaube ich. Naja, dann ist es halt so. Dann werden wir uns mal bewegen. Ich meine, wir haben ja genug Platz im Inventar. Also da dürfte nichts Schlechtes passieren. Ich gehe mal von aus, dass nichts Schlechtes passieren wird. Zum Beispiel, dass das Inventar überfüllt ist. Aber hey, ist doch was Schönes, wenn das Inventar voll ist. Oder nicht? Da geht's lang. Jetzt regnet das auch noch. Es ist ja auch nicht wahr. Bam. So, was ist das denn? Darf Ella Honigwein? Aha. Ist er jetzt eigentlich wieder zu Hause? Also hier stand doch immer, ich habe den Namen leider vergessen. Ich weiß nur, dass seine Schwester Sila hieß, die wir ja dann vernichtet haben. Ob der wohl wieder zu Hause ist oder ob der immer noch da hinten am Wasser rumstreunert. Das dürfte ja eigentlich, wenn ich das richtig verstanden habe, beim letzten Mal das Elternhaus gewesen sein. Und naja. Und ich kann mich nur erinnern, dass wir auch ganz schwere Wölfe hatten. Beeindruckende Waffe, die ihr da habt. Danke. Ich hoffe doch sehr, dass ihr sie nur für wegestreue Zwecke einsetzt. Was soll das denn heißen? Ja. Verzeiht, ich bin neu in der Gegend. Habt ihr vielleicht irgendwelche Tipps für mich? Was soll das werden? Irgendein Trick, um mich in eine dunkle Gasse zu locken und auszurauben? Vergesst es, Eterna. Ich kenne euresgleichen. Verschwindet. Seid ihr immer so freundlich? Nur zu Leuten eurer Sippe. Jetzt lasst mich in Frieden. Was? Schreitet wohl! Ich bin doch überhaupt nicht schlimm! Soll ich dich töten? Hä? Ja, los! Malfas zum Gruß. Ich könnte dir auch den Kopf abpacken! Pass doch auf. Ekelpaket!
Ah. Das Gesicht kenne ich doch. Danke nochmal für die Hilfe. Ich hoffe, Wirbelsturm geht's gut. Ja? Verkauft ihr auch Pferde? Ich möchte eins kaufen. Nein. Kann das sein, dass die irgendwie nochmal die Grafik ein bisschen angepasst haben? Das Gesicht kenne ich doch. Danke nochmal für die Hilfe. Kein Problem. Ich hoffe, Wirbelsturm geht's gut. Ja, dem geht's gut. Und du hast gerade, glaube ich, einen Sprung in der Platte. Ich weiß irgendwie gerade nicht so richtig. Enderal hat wieder mehrere Updates bekommen. Ich weiß nicht, ob sich da wieder irgendwas grafisch getan hat. Ich muss irgendwie... Muss ich da irgendwo hin? Da ist irgendwas. Und da ist auch wieder dieser... Den man verfolgen muss, weil wir müssen ja auch noch die Eier irgendwo einsammeln. Ich glaube, ich gehe einfach mal diesen Weg. Oh. Hey, da sind Fische. Ja, ich erstmal Fische fangen. So. Normal mache ich sowas ja nicht, aber so kann man natürlich auch fischen. Oh, das ist ja eine Truhe. Oh, fast hingekriegt. Na, dann müssen wir es so machen. Na super. Jetzt breche ich auch noch den Dietrich ab. Jetzt haben wir es offen. Was ist denn drin? 16 Groschen. Immerhin besser als nichts, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass hier noch ein... Hufeisen bringt Glück. So, vor allem jetzt, wo das neue Jahr bald anfängt. Also jetzt, wo ich aufnehme, das ist kurz vor dem neuen Jahr. Nur, dass ihr es wisst. So. Da. Da ist das Ei. Hey. Hammervogelei. Yay. Dann haben wir das erste schon mal. Wir müssen da ja irgendwie noch diese ganzen Eier einsammeln. Da drüben ist auch noch so ein Vogel. Und ich glaube, der legt auch immer wieder neue. Ah, diese Insel ist es, wo wir hin müssen. Ach, da steht ein Pferd. Gibt's hier sonst noch was? Mana-Pilz. Ich höre was. Was willst du denn, Flusskrabbe? Die hat aber irgendwie... Ich weiß nicht. Die war sehr mutig. Aber das hat ihr nicht geholfen. Das hat ihr eher... Na doch, sie wollte wahrscheinlich eher sterben. Das könnte ich mir vorstellen. Aber, was? Achso, das ist ein Baum. Ich frage mich, was hier wohl passiert ist, wo der Rest der Birke ist. Vielleicht ist der ins Wasser gefallen und ist weggetrieben. Man weiß es nicht. So, dann müssen wir jetzt also nochmal nach da... Da hinten steht ja ein Schiff. Da ist ein Turm. War ich in der Richtung schon mal? Nein, da war ich tatsächlich noch nicht. Das sieht so gut aus einfach. Es tut mir leid, wenn ich das vielleicht jedes Mal irgendwo sage. Aber es ist wirklich sehr schön. So, Fische. Mir wurden auch so ein paar Kommentare geschrieben. Diese Wölfe, die wir letztes Mal hatten, ne? Die waren ja sowas von brutal. Die haben uns wirklich sehr häufig umgebracht. Und ja, die sind ernsthaft viel schwerer, als sie bei Skyrim sind. Oh. Ihr schwimmt über einen Lachs rum. Wir überfischen das hier noch. Was knistert hier? Da. Aha. Hier könnte man schlafen. Hier ist sogar eine Truhe. Und hier ist ein Brief. Ich lese den Brief. Das Lager auf der Insel im Ackersee suchen. Idiot! Idiot? Na, du Idiot? Na, das war mir doch irgendwie klar. Na? Na, ich glaube, ich sollte vielleicht mal ein bisschen schwimmen. Jetzt sollte ich vielleicht mal... Ich weiß gar nicht, was gut ist. Ich glaube, Feuerblitz ist gegen...
normale Person echt gut. Ey, ich habe neue Lernpunkte bekommen. Nehmen wir Lebensenergie, Mana oder Ausdauer? Lebensenergie ist eigentlich immer wichtig, vor allem, weil man ja hier so schnell stirbt. Nehmen wir mal Lebensenergie. So, was hat denn der alles dabei? Weißt du was? Ich nehme einfach alles mit, wenn er mich schon angegriffen hat. Was hat er davon? Hat der... Der hat mich ernsthaft Hurensohn genannt? Willst du mich verarschen? Schönen Tod wünsche ich. Alter, dann nennt der mich Hurensohn. Du Hustensohn! So, ich glaube, es war noch irgendwo einer. Oder waren das nur die beiden? So, was ist da in der Truhe? Oh, ein paar Einzelteile. Nehmen wir mal alle mit. Enderäler Groschen, Mana-Trank und eine Zange. Idiot stand da einfach drauf. Also ich glaube, wer jetzt hier der Idiot ist, das stellt man jetzt fest. Und zwar, dass die sich auf jeden Fall mit dem Falschen angelegt haben. Und da schwimmt die Leiche. Irgendwo müsste jetzt eigentlich mal ein Krokodil kommen und das wegfressen. Oder Piranha. Das wär's doch jetzt noch. So, dann gucken wir uns das jetzt hier mal an. Na, du Krabbe. Okay, ich habe sie nicht getroffen. Was ist das da drin? Hä? Irgendwas Steinmäßiges. Ich weiß nicht, ob man da in diese Höhle kommt. Ist das eine Höhle, wo man rein kann? Ich glaube, die mögen mich tatsächlich. Nach Grubenzuflucht. Ich könnte mir vorstellen, dass die von da drinnen gekommen sind. Dann werden wir denen jetzt mal einen auswischen. Weißt du, wenn die uns schon attackieren, da draußen, dann müssen wir die ganze Brut hier drinnen vernichten. Das habe ich mir jetzt auch vorgenommen. Was ist denn das? Ach, das ist Holz. Also Boote sind hier schon mal drin. Da schwimmt auch ein Fisch wieder mal. Also die sind irgendwie friedlich. Umso größer sie sind, umso friedlicher sind sie, ne? Ah. Eisenerz. Nehmen wir auch gerne mit. Das können wir dann auch wieder einschmelzen. Ich habe allerdings so das Gefühl, dass hier drinnen nichts weiter ist. Oder? Ah ne, da geht's weiter. Ich sollte vielleicht meine Fackel nehmen. So. Da ist eine Kiste. Was ist da drin? 27 Groschen. Wir könnten eigentlich, wenn wir das nächste Mal zur Bank gehen, so um die 200 Groschen mal wieder aufs Konto bringen. Ob die vielleicht Fleisch haben? Ey, ich finde die so schön eigentlich. Wie sie sich dann auch wieder eingraben. Aber solange sie mich in Frieden lassen, finde ich das okay. Da ist doch irgendwas. Vielleicht sollte ich meine Fackel ausmachen. Moment. Feuerblitz. Sicher ist sicher. Man weiß ja immer nicht, was mich hier erwartet. Vor allem wichtig ist Speichern. Hier gibt's Silbererz. Alter, hier gibt's Silbererz! Bisschen Grafikfehler, macht aber nichts. Das Silber nehmen wir mal mit. Ich muss auch mal gucken, ob wir vielleicht auch unsere Schmiedefähigkeit so ein bisschen verbessern können, weil... Huch! Wie, nochmal? Diese Ader ist ausgeschöpft. Ja, dann geht das ja auch nicht.
Hoppala, warum macht mein Telefon jetzt so komische Geräusche? Naja, das ist dafür bekannt, dass es während der Aufnahme immer komische Geräusche von sich gibt. Von daher ignorieren wir das einfach mal. Ist hier irgendwas? Ich höre hier welche laufen. Hast du das auch gerade gehört? Aha. Es ist tatsächlich das, was ich dachte, dass es das ist. Ich finde das immer merkwürdig, dass die einen hier so schnell entdecken, ne? Obwohl sie einen eigentlich nicht gesehen haben. Da sind die also. Gähnen. Läuft der im Kreis? Das wirkt ja irgendwie schon fast so, ne? I. Mann, Mann, Mann. Der läuft tatsächlich im Kreis. Kriegt der Kilometergeld? Mann, Mann, Mann. Oh. Das war jetzt echt schlau von mir. Das gibt's doch. Der Dreckskerl war doch eben noch da. Ich sehe nichts. Alter, wie können die hier drinnen so gut laufen? So, einen haben wir schon mal. Das war knapp. Ich sollte vielleicht jetzt meinen Bogen nehmen. Wer ist das alles? Ich lass den mal gespannt. Sehen tut die mich nicht, ne? Beim Arsch des Propheten, wo ist er hin? Beim Arsch des Propheten? Ja, ich bin weit weg. Du siehst mich nur nicht mehr. Komm nur wieder, dann zeige ich dir, wo der Hammer hängt. Naja, immerhin haben wir einen besiegt. Jetzt sind es nur noch zwei. Hä? Warte mal. Wenn man da besser hingucken könnte, ne? Hm. Bleibt die da jetzt stehen? Nehmen wir mal lieber die Feuerblitze. Die haben sich bis jetzt als sehr, sehr gut herausgestellt. Ist das alles? Ja. Siehst du doch. Kannst auch tot sein. Hm? Wie viel Platz haben wir denn eigentlich noch? Ach, wir haben noch. Wir haben noch Platz. So, dich lege ich da mal in die Ecke. Jetzt speichern wir mal. Jetzt dürfte eigentlich nur noch einer da sein.
Wenn wir den auch noch vernichten, dann ist hier aber Ruhe. Ich hätte nicht gedacht, dass die Feuerblitze eigentlich so gut sind, ne? So, jetzt haben wir erstmal wieder ein paar Pfeile aufgesammelt. Was ist denn das hier? Gold. Steht leider nicht drin, wie viel Gold da drin war. Ist ein bisschen schade. Da sehe ich einen Seelenstein. Ich glaube, hier kann ich tatsächlich was machen. Der ist gefüllt, ein kleiner Seelenstein. Und da ist auch eine Rolle der Arkanrune. Was ist denn eine Arkanrune? Das muss ich mir dann auch erstmal anschauen. Und da ist ein Morgenlufttrank. Ja, natürlich. Die guten Morgenluft wieder. Wir kennen sie ja noch aus dem Sarg. Oh Mann. Das waren noch Zeiten, wo die guten Morgenluft noch aus dem Sarg gerochen hat. Wo kommt man denn da raus? Oh. Was? Nein. Das Spiel darf doch jetzt nicht einfach abstürzen. Es geht schon wieder los. Juhu. 27 Minuten, das Spiel ist abgestürzt. Ich sag mal nicht viel. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Tschüss.